Damit hallo und herzlich willkommen zum Marketbriefen von tradingportal.net. Letzte Chance für unser Gewinnspiel. Wer noch dabei sein möchte für die Auslosung am Wochenende, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, Like da lassen und einen Kommentar unter das Video und ihr seid dann auch bei der Auslosung noch mit dabei. Kommen wir zum Marktgeschehen und ja, die FED ist vorbei, die EZB ist vorbei. Die Hexen kommen, jetzt kommt der große Verfallstermin, der Hexensabbat, der zweite in diesem Jahr. Der wird nun die Kurse bewegen, dazu kommen wir aber gleich. Zuvor natürlich noch der gestrige Handelstag, den wir hatten. Und das war ein ziemlich wilder Ritt zur Fed. Es war aber zu erwarten, dass es volatil wird. Hier ist die Wall Street, der Verlauf an der Wall Street, die großen Indizes. Am gestrigen Handelstag war ja alles ein bisschen schon im Vorfeld schwierig. Wir hatten schwache Konjunkturdaten mal wieder. Wir hatten die EZB, das war ein ganz kurioses und großes Kuriosum. Am Vormittag urplötzlich wurde eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Wir hatten das gestern schon im Video angeschnitten. Eine Woche nach dem turnusmäßigen Sitzung der geldpolitischen Entscheidung, dass man die Normalisierung der Geldpolitik jetzt vorantreiben muss im Kampf gegen die Inflation. Noch läuft ja QE. Ne? Ist ja nicht so, dass man jetzt schon große Zinsschritte gesehen haben. Wir haben gar keinen gesehen. Aber die Ankündigung hat schon dazu geführt, dass es wirklich Verwerfungen am europäischen Anleihenmarkt gab, insbesondere bei den hochverschuldeten Südstaatlern. Und da musste jetzt zumindest die erste Verbalintervention gesetzt werden. Puh, das wird ein richtig heißer Ritt werden für die EZB. Die kann nicht so stark agieren wie die FED. Und selbst nur die Ankündigung, dass man normalisieren möchte, hat direkt für Verwerfung geführt. Und eine Woche später brauchte es schon eine Dringlichkeitssitzung. Ja, das bleibt schwierig. Ja, dann wie gesagt die Konjunkturdaten und dann eben die FED mit ihrer geldpolitischen Entscheidung. Da gab es ja mal gestern auch diskutiert, das Spread war riesengroß. Vielleicht sind es nur 50 Basispunkte, 75 war Konsens, vielleicht wären es aber 100. Ne, die Erwartungshaltung ging weit auseinander und da haben wir schon spekuliert, beziehungsweise ich habe spekuliert, egal was am Ende ist. Man freut sich über die Klarheit und man wird die Klarheit dann erstmal hoch squeezen, also einen Spike nach oben sehen im Bullischen. Ob der nun nachhaltig ist, werden wir sehen. Zuletzt war die Halbwertszeit nach den bullischen Bewegungen nach der Fed meistens unter 24 Stunden. Von daher darf man diese Bewegung alle nicht überbewerten. Und wie gesagt, Verfallstermin geht ja auch noch mit rein. Also wer jetzt immer jetzt irgendwie Rationalität in dieser Woche suchen möchte an Kursbewegung, ja, der hat diese Woche nicht ganz verstanden. Die Wochenperformance bisher weiterhin dunkelrot. DAX minus 2%, S&P 500 minus 2,8%, Dow minus 2,3%, Nasdaq minus 2%. Immer noch ordentliche Minus, auch die Wochenperformance, ne, der S&P immer noch minus 8,3%, Monatsperformance minus 8,3% im Monat. Das ist überdurchschnittlich viel. Mal sehen, wie die Sache heute weitergehen soll. Wir hatten gestern auf alle Fälle, hier ist nochmal die Leitzins zu sehen, weiß in den USA, es geht steil nach oben. Die Bilanzsumme ist blau zu sehen, die man ja aufgepumpt hat während der Notenbankkurse. Die wird jetzt schon reduziert seit über einem Monat. Das ist schon, ne, geht der Haken langsam nach unten. Und die Leitzinsen gehen steil nach oben. 75 Basispunkte waren am Ende Konsens. Die wurden geliefert. Der größte Zinsschritt seit 1994. Ich will mal aber bedenken, ein bisschen zurückschauen. Ne? Vor einem Jahr alles noch so undenkbar, unmöglich. Inflation ist sowieso transitory, vorübergehen. Zinsschritte, ja, wenn dann irgendwann, oder bei der EZB, da war es ja noch 2024 irgendwann vielleicht, jetzt diskutiert man da selbst auch 50 Basispunkte Schritte. Dann kam die Diskussion auch bei der FED, die Inflation, wir müssen zu jeder Sitzung jetzt mindestens 25 Basispunkte immer erhöhen. Urplötzlich waren es dann 50 Basispunkte, jetzt ist 75, da freut man sich schon, dass es keine 100 sind. Also die Erwartungshaltung, die ist immer höher, immer wahnwitziger höher geschraubt worden, aber sie wird immer erfüllt und sogar auf der Oberseite noch übertroffen. Also das ist das Verrückte und das bleibt dann auch das ganz schwierige Umfeld, was wir haben. Es geht steil nach oben, wir haben jetzt den Zinssatz bis 1,75% bis Ende des Jahres, sollte um 3,5% Leitzins liegen, um dann sich unterhalb der, unterhalb der 4% wird man sich einpendeln und hoffen, dass die Inflation spürbar zurückgegangen ist. Wenn man die Wirtschaft in eine Rezession hineinrutscht, dann dürfte dies vermutlich auch der Fall sein, dass man dann die Inflation dementsprechend auch zurückholen kann. Aber der Preis wird eben hoch sein und es wird uns das ganze Jahr, wird er uns hier, wenn uns diese
Ja, diese geldpolitische Anpassung zugleich die Konjunkturprognosen, die da unten angepasst werden. Schauen wir mal hier an, werden uns beschäftigen. Gestern ganz, ja, Jerome Powell war bemüht, eine Rezession kleinzureden. Wir sind eine robuste Wirtschaft. Aber ich sehe das gar nicht kommen. Da wird schon nichts passieren. Wir kriegen ein Soft Landing hin. Ja, überlegen wir, was der gute Herr Powell vor einem Jahr gesagt hat. Also die Inflation am Ende des Jahres sind wieder unter 2%. Dieses Transitory, also unsere Prognosen sagen ja was ganz anderes. Wir haben so super Modelle. Ja, die hat mein kleiner Enkel zusammengebastelt, wahrscheinlich. Das waren seine Worte. Und jetzt, oh mein Gott, was müssen wir tun? Inflation, Zinsschritte. Vor einem Jahr, wir denken nicht mehr drüber nachzudenken, hier die Geldpolitik anzupassen, ne? Bei unseren Modellen. Also komplett daneben. Ne? Also was die Worte sind, Schall und Rauch der Notenbanker, das darf man nicht vergessen. Wenn der sagt, er sieht keine Rezession, Obacht! Sie ist kurz bevor. Die haben ja auch letztendlich haben sie ja auch ihre Prognosen angepasst, eine Inflationsprognosen nach oben. Die nächsten 2 Jahre sieht man das Ziel der Fed bei 2% nicht mehr. Ja, also es wird ein langer Marsch Richtung 2%. Es geht nach unten sicherlich, wird die Märkte dann noch irgendwann freuen. Bis man wirklich bei 2% angekommen ist, wo man dann noch sagen könnte, jetzt können wir wieder ultra lockere Geldpolitik mal wieder ein bisschen probieren, damit man das auch umsetzen kann und vom Mandat her. Da kann das schon ziemlich zäh werden. Das darf man nicht vergessen. Das wird zäh werden, bis man hier wieder das Inflationsziel erreicht hat und dann die Fed auch einen Spielraum hatte. Ne? Sie hat aktuell keinen Spielraum, jetzt irgendeine Rezession mit lockerer Geldpolitik zu bekämpfen oder irgendwelche Krisen. Sie müssen das Gegenteil tun. Und dieser Spielraum, das kommt vermutlich ganz, ganz langsam erst zurück. Also Inflationsprognosen nach oben. Man bleibt lange entfernt von der 2% und Konjunkturprognosen nach unten, aber Soft Landing. Mal gucken, wir werden sehen. Also ich glaube, ja, da sollte man vorsichtig sein. Wir haben ja viele Makrodata gesehen. Hier nochmal, also der City Economic Surprise Index, der nun mal die Konjunkturdaten anschaut und guckt, ob die auf der Ober- oder Unterseite überraschen. Zuletzt nur auf der Oberseite, seit der letzten FED-Sitzung. Hier nochmal zu sehen im Mai. Nur auf der Unterseite überrascht, auch gestern wieder die Einzelhandelsumsätze auf der Unterseite überrascht. Ja, das deutet schon an, dass man eine richtige Abkühlung in der Wirtschaft sehen. Und ja, mal sehen, ob das mit dem Soft Landing wirklich so klappt, wenn es die Notenbank auch noch so dolle straffen möchte. Das Umfeld bleibt schlicht schwierig. Früher hatten wir, wenn man mal eine schwächere Phase in der Wirtschaft hat, hat man zumindest immer die Notenbanker. Notenbanker, die gesagt haben, oh, lockere Geldpolitik, okay, da freut es den Aktienmarkt. Jetzt haben wir eine schwache Konjunktur und Notenbanker, die auch noch straffen. Okay, da müssen jetzt die Unternehmenszahlen auf der Oberseite überraschen. Na, mal sehen. Wir haben die ersten Gewinnwarnungen. Das wird der nächste Schub sein. Ne? Die Unternehmen werden ihre Prognosen anpassen müssen. Gewinnwarnungen werden weiter stärker folgen jetzt im Sommer. Das fehlt aus. So ein Dreiklang, der früher, ne? Goldilocks-Szenario nennt man das, der ist weg. Jetzt ist alles nur noch Belastungsfaktor und ab und zu gibt es immer die Hoffnung. Und weil das Umfeld eben so negativ ist, dass es eigentlich wieder bullisch ist, sentimentmäßig, da gibt es immer die Rallyes nach oben, aber der wahre Kern ist leider arg unter Druck und das wird uns erhalten bleiben auf alle Fälle in dieser schwachen Saisonalität. Sell May go away bis September, das sowieso, aber vermutlich bleibt es auch ein Thema für das ganze Jahr. Jahresverlauf, um mal das Jahr anzusehen, die ersten 113 Handelstage, da sind wir jetzt auf Platz 2. Hurra! Ja, nur 32, da war man mal schlecht, hat man einen schlechteren Jahresauftakt gehabt. Ansonsten ist es in der Tat der zweitschlechteste Jahres- oder zweitschlechteste 113 ersten Handelstage im Jahr, die wir jemals gesehen haben. Dahinter dann auch, wie es dann die Performance danach war, zu sehen, durchaus interessant. Große Rücksetzer, abseits einer Rezession, abseits eines Bärenmarktes, die wurden gerne aufgekauft, aber sind wir in einen Bärenmarkt reingerutscht? Hier zum Beispiel Kriegsjahre oder die Stagflationsszenario 70er Jahre, ne, das sehr ähnlich ist zu unserem aktuellen Szenario oder hier 2008 Schulden- und Finanzkrise oder hier 2002 Dotcom-Bubble, die geplatzt ist, also richtige Bärenmärkte, da gab es danach eben auch keine positive Performance. Die sind
Na, die sind hart, ne? Die setzen sich fest, die ziehen sich mal einen langen Zeitraum hin. Ne? Da gab es die positive Performance nicht. Aber eine gute Frage, wenn man den Bärenmarkt rutschen, die Notenbankhäuser in großer Gefahr ist. Und das ist sie meiner Meinung nach, wenn die Notenbanker genau das Gegenteil machen, was sie in den letzten 10 Jahren getan haben, dann ist diese Häuser in Gefahr. Sie braucht irgendeinen anderen Nährboden, aber diesen gibt es momentan nicht, weil eben auch die Gewinnschätzung der Unternehmen vermutlich noch zu optimistisch sind. Also schwieriger Jahresauftakt. Ja, Jahresauftakt, nehmen wir es den Jahresverlauf mittlerweile, sind ja schon gut in der Mitte angekommen. Der Verfall bewegt nun die Kurse, habe ich schon gesagt, großer Verfallstermin, der zweite Verfall in diesem Jahr. Allein in den USA verfallen 3,5 Billionen US-Dollar an Optionen. Das ist jetzt letztendlich, was die Kurse bis morgen bewegt. In Deutschland Abrechnung gegen Mittag, zumindest die Index-Future. Und USA bis Tagesende. Ja, also das ist die Bewegung. Da geht es um richtig viel Geld und dort wird jetzt gelenkt und geschoben, um den optimalen Abrechnungskurs zu finden im schwierigen Marktumfeld, was wir haben. Also das bitte keine Rationalität in dieser Woche. Erwarten wir jetzt mal, wie kann denn das sein? Jetzt hat die Fed 75 Basispunkte. Wieso fließt denn der jetzt nach oben? Ne? Also diese Rationalität müsst ihr streichen. Die gibt es so nicht. Kurzer Blick noch aufs Verfallsdiagramm für den DAX. Letzter Blick ist das. Und ja, es sind ein bisschen paar Call-Positionierungen noch hinzugekommen. Einige sehen dann auch die 14.000, haben wir gestern im Trading-Chat noch diskutiert. Muss ich sagen, die sehe ich nicht mehr. Für mich war die Bewegung Anfang der Woche etwas zu stark und da war zu viel, ja, innerer Druck nach unten vorhanden, also, dass ich glaube, dass die Stillhalter die 14.000 längst abgesichert haben. Im bullischen Fall vielleicht noch 13,8 mal anklopfen, aber ich bin da skeptisch. Vermutlich die letzten größeren Positionierungen, die wir haben, 13,65, 13,45, vermutlich werden wir uns dann dort eher einfinden, um den letzten Kampf auszutragen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht sehen wir den Squeeze noch zu 14.000. Es wäre ein Kuriosum in dieser Woche. Ich persönlich glaube, dass es hier schon Absicherungsgeschäfte gegeben hat. Das war einfach zu viel Druck zum Wochenauftakt, den wir gesehen haben. Wie lange haben wir noch? Halbe Stunde bis zur Eröffnung. Da habt ihr noch die gute Chance, jetzt hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Wir schauen in die Indizes hinein. Letztendlich gar nicht so viel passiert. Ich gucke jetzt rüber. Die Future kommt wieder ordentlich unter Druck. Sehe ich was? Okay, Deutsche Bank setzt jetzt auch eine Prognose heraus, dass die EZB, weil sie ja jetzt hier extra Tool für die Südstaaten, war gestern die in der Diskussion im außerordentlichen EZB-Sitzung, dass sie ein Tool rausbringen wollen, ein Instrument, um die Südstaaten zu stützen. Damit könnten sie, so meint es die Deutsche Bank, könnte auch die EZB stärker die Zinsen erhöhen. Drei Zinsschritte von 50 Basispunkten, sieht jetzt die Deutsche Bank. Okay, wie gesagt, vor wenigen Monaten undenkbar, dass ob die EZB die Zinsen jemals erhöhen wird in den nächsten Jahren. Jetzt reden wir von großen Zinsschritten. So kippt dieses Bild in sich zusammen. Hinein jetzt in die Indizes. Wie gesagt, Future ein bisschen unter Druck, aber Verfallswoche, Hexensabbat, zweite Größe in diesem Jahr, der bewegt jetzt. Kurzer Blick nochmals zum DAX-Wochenchart. Wir haben hier bei der 570 gestern wieder abgeprallt, kurz angeklopft, im Zetra-Handel direkt wieder abgeprallt, hat man auch im Trading-Chat kurz besprochen. Dort die erste Marke, darüber die 6,50. Da hätte man eine Aufhellung, dann könnte man das Gap laufen Richtung 7, was ist da 67, glaube ich. Ja, 67. Und darüber könnte man in der Tat wieder mal Richtung 14.000 schauen. Aber sind wir zweimal abgeprallt, auch mit dem Schwung der Fett nicht rübergekommen. Dann gibt es vielleicht die Absicherungsgeschäfte, also nicht mal die Stillhalter, die jetzt unbedingt diesen Push noch sehen wollen zu 14.000. Ja, was soll da diesen Impuls auslösen? Ja, das ganz negative Umfeld. Das ist das Einzige, was immer die bullischen Bewegungen hervorruft. Das zu negative Umfeld. Ja, das ist zu negativ, um wirklich negativ zu sein. Ja, also rein Sentiment gesehen. Aber wie gesagt, 570, 650, das sind die Zonen. Da muss man rüber. Dann könnte man ab Wochensicht die Aufhellung sehen. Gap Close 67, darunter in der Tat auch die 14.000. Da sind einige Nüsse noch zu knacken, um dort rüber zu kommen. Unterhalb bleibt eben die Wochenrange aktiv. Und dann hier unten, das haben wir gestern kurz thematisiert, hier die 13.210, die Ecke, die eben auch im Monatschart eine wichtige Zone ist. Brechen wir dort durch, ne, auf Monatssicht. Monatssicht ist diesmal auch Quartalsschlusssicht, also sehr bestätigend Charakter. Dann ist das der Hinweis, dieser Sommer, der wird richtig heißen. Ne? Also dann sehen wir auch wieder die 12.000, dann gehen wir Richtung Jahrestief, wo wir unbedingt den Doppelboden brauchen. Haben wir alles im Wochenausblick besprochen. Reden wir auch zum Wochenausblick nochmal drüber. Wichtige Zone ist das jedenfalls hier, die 13.210.
halten, verteidigen. Ne? Das ist wichtig, ansonsten geht die Tür doch wieder zügig auf Richtung Jahrestief. Hinein noch in den Tageschart, letztendlich seit 3 Tagen Seite. Sie verteidigen die Tagesrange gestern auch, bloß der Inside Day hier nochmal zu sehen. Ne? Die 570 haben wir im Trading Chat. Ich weiß nicht, ob es Dashboard war, aber haben wir da kurz besprochen. Wieder angekommen. Achtung, Vorsicht, ne? Hier war immer Schluss in den letzten Tagen und da war auch wieder Schluss gestern. Das ist ein wichtiger Widerstand. Erste relevante Zone wäre um 13.480. Der Future aktuell wieder unterhalb. Mal sehen, ob man ober- oder unterhalb reinkommt. Kommen wir oberhalb rein, können wir zumindest diese Spanne so 5,70 halten. Und wenn man dort durchkommt, wäre eben ein Squeeze, ein kleiner Spike Richtung 6,50 wieder möglich. Wochenhoch, das war der Wochenauftakt, direkt abgeprallt. Sind wir dort, wäre diese Chance wieder gegeben. Und wenn wir dort rüberkommen, in der Tat das Gap Close ebenso möglich. Da hätte man noch den bullischen Squeeze in den Verfall hinein. 7,60, der nächste Cluster, der dann offen wäre. Unterhalb der 4,80 hingegen bleibt die Spanne hier über die 4,40 wieder zur 3,80 aktiv. Wieder der Inside Day, es geht seitwärts weiter. Und darunter die 300 im Blick, das Wochentief, wenn wir diese knacken. Dann holen wir eben auch einen Zetterhandel hier, die 13.210 noch. Die haben wir im Future geholt, die wichtige Supportzone haben wir geholt, aber eben im Kassahandel nicht. Könnte man dann noch nachholen, bitte aber nicht tiefer werden, dann die Eintrübung Richtung 115 und 13.050. Besonders auf Monats- und Quartalschluss sehr bedenklich. Hinein in den US-Markt, die sind letztendlich auch seitwärts gelaufen. Wir hatten es gestern gesagt, ne? Egal was die Fed macht, es wird, kann die Erleichterungsrallye geben. Wir haben die Bewegung auch gesehen, der Nasdaq vom Tiefpunkt gestern hochgelaufen, 3,8% nach oben gesqueezed, aber dann wieder etwas zurückgekommen. Future jetzt auch wieder schwächer, ne? Die Halbwertszeit nach der bullischen Bewegung, nach den Worten von Jerome Powell, zuletzt immer unter 24 Stunden. Daher fraglich, ob dieser positive Abschluss gestern auch im Kassahandel einen Fortbestand finden kann. Wir sind hochgelaufen zum Wochenhoch, genau, 3840, dort auch abgeprallt, ähnlich wie beim DAX heute, ne? Gestern sind wir abgeprallt, auch zugleich die Gap-Zone, die 3840 brauchen wir für die Aufhellung Richtung 3900 und darüber könnten wir wieder die Tür Richtung 4000 öffnen, zu den ersten größeren Widerständen. Wir haben so eine Keilformation, ne? Die man eigentlich mal durchlaufen könnte wieder, ne? Auf Richtung Oberseite. Die bullische Auflösung, wie gesagt, gehe ich ja gar nicht davon aus, aber zumindest könnte ich unten auf der Unterseite ein bisschen Gegenwehr sehen. Aber dafür müssen die 3840 bitte schön nehmen. Unterhalb Wochentief hingegen Türöffner Richtung 3600 wäre ein Signal, dass da auch zügig was noch mehr nachkommen wird. Auf der Unterseite hinein noch geschaut, herangezoomt in den Tagesschart. Letztendlich, wie gesagt, nur Seitwärtsbewegung letztendlich. Widerstand hat hier oben gehalten an der 3840, ne? Gap-Zone zugleich. Erste relevante Zone heute 3790. Oberhalb bleibt die Spanne der Cluster aktiv zur 3840. Dort durch, dann kann es auch hier einen Squeeze geben, einen Spike zum Gap-Close 3900. Darüber 3960. Unterhalb der 3790 hingegen enger Cluster, abermals Inside Day, also innerhalb der Vortageskerze 3760, darunter 3725. Brechen wir durch, dann droht ein neues Wochentief über die 3705 und 3670. Das sind die Cluster im S&P 500 nach der Fed. Mal sehen, ob die Seitwärtsrange schon mindestens verteidigt werden kann. Aber es ist schon auffällig, ne? Wir sind hier am Jahrestief. Die Gegenbewegung, ne? Normalerweise bräuchte man so eine Kerze mal mit einer langen Lunte, Stabilisierung, können wir hochlaufen. Wir mühen uns ganz schön, das ist auffällig. Es fehlen einfach auch die positiven Signale auf irgendeine Art und Weise, Signale der Hoffnung. Dow Jones ähnlich, hier auch die Keilformation, die wir erkennen können. Ne? Normalerweise wäre hier auch ein bisschen Gegenbewegung jetzt denkbar. Wenn wir diesen Keil mal durchziehen, ne, runtergelaufen, eigentlich bullische Auflösung etc., ne, ist ja ein fallender Keil, aber gehen wir nicht wirklich davon aus, aber zumindest hier eine Gegenbewegung, fällt diese schon aus jetzt in dem Wochenschluss. Ach ja, jeder Sommer, der Sommer, der wird nicht einfach werden, aber es ist nun mal die schwache Saisonalität, warum, welche auch im haben wir ja schon Wochenausblick auch thematisiert, welcher ja eigentlich auch zu Rekordhäuser immer die größten Jahre, fast immer den größten Jahresrücksetzer gebracht hat. Warum soll dieser jetzt ausgerechnet schwächer ausfallen? Ne?
Wir müssen jetzt das Jahrestief hier verteidigen an der 30.150, ansonsten 30.000, 29.500, die nächste Eintrübung. Aber um 30.000 übergeordnete Bild kann man durchaus etwas kämpfen. Oberhalb des Wochen, wenn man neues Wochenhoch holen, hier fehlen noch ein paar Pünktchen, haben wir ein bisschen angesetzt, könnte man das Gap Close an 31.004 schaffen, darüber Tür öffnen Richtung 31.800. Ja, seitwärts, wir bewegen uns seitwärts, möchten uns nicht entscheiden, vielleicht geht es auch munter weiter in den also die fühlt sich immer weiter unter Druck. Also die komplette Bewegung gestern von nach der Notenbank wird gerade aktuell wieder abgegeben. Aber das haben wir echt in den letzten Monaten auch gesehen. Nochmal kurz herangezoomt hier an den Dow Jones. 30.570 knapp, erste relevante Zone. Darüber der Cluster 30.775 und dann die 31.050, darüber Aufhellung ins Gap hinein, 150 zur, wie gesagt, knapp 31.400. Müsste man diese Zone hier knacken. Momentan sieht es wieder schwächer aus. Unterhalb der 30.570 hingegen bleibt die Range zum Wochentief aktiv, 360 zur 30.150. Dort durchbrechen dann 30.000, 29.800, dann geht es munter weiter. Auf der Unterseite Nasdaq auch nochmal angeschaut. Auch hier, ne, die Keilformation zu erkennen, wo eigentlich gegen wir ein bisschen möglich wäre. Wir haben jetzt die erste Range, haben wir so ein bisschen fast abgearbeitet, das erste Gap. Ich schaue mal, ein paar Pünktchen haben gefehlt. Hätte gereicht bis 11.820, na gut. Nicht ganz hingekommen, aber schon fast geholt. Kommen wir dort noch rüber, wäre das zweite Gap bzw. das mittlere Bollinger Band hier um 12.160 der nächsten Cluster, den wir holen könnten mit einer Erholungsbewegung nach dem Jahrestief. Alles aber sehr zögerlich aktuell. Neues Wochentief hingegen öffnet die Tür Richtung 11.000 und 10.800. Auch hier kurz herangezoomt nochmal zu den einzelnen Clustern, wo das schwierig ist jetzt zum Verfall. Ne? Nach FED, die hohe Vola, wie gesagt, gestern Spanne vom Tief zum Hoch, 3,8%. Das sind heftigste Bewegungen, die werden uns aufgrund des Verfalls, der vielen Optionen, die hier verfallen, wird uns das erhalten bleiben. Erste relevante Zone 11.570. Momentan stehen wir wieder schwächer da. Oberhalb wäre die Spanne. Ins Gap könnte man die letzten Punkte auch noch holen. Hier 11.750 zur 11.820 wäre das unser Cluster. Erste Gap geschlossen, darüber dann die weitere Aufhellung Richtung 12.050, darüber 12.150, 160. Das mittlere Bollinger Band, wo dann eigentlich die Luft dünner werden sollte, aber wir kämpfen ja jetzt schon überhaupt dorthin zu laufen. Unterhalb der 11.570 hingegen bleibt die Range 380 aktiv. Darunter ruft das Wochentief, welches verteidigt werden muss, in dem Wochenschluss 11.175. Ansonsten Türöffner 11.000 und 10.800, die auch im Wochenausblick, großen Chartbilder, Monatschart etc. durchaus relevant sind. Erinnert euch an die großen Chartbilder, die schauen wir uns dann aber gerne morgen, übermorgen zum, am Samstag vermutlich den Wochenausblick etwas genauer an. Das soll es gewesen sein mit dem Market Brief, ist zügig durchgegangen. Wie gesagt, wir haben jetzt die FED, wir haben jetzt fertig in den Erwartungen, in den sehr hohen Erwartungen. Da ist letztendlich auch nicht die großen Geschenke gibt die Notenbank nicht mehr raus. Das wird eine ganze Weile dauern, bis sie wiederkommt. Frühestens im nächsten Jahr vielleicht mal so ein Hinweis. Wir könnten vielleicht, wenn die Inflation wieder langsam bei 2% ist, könnten wir auch wieder lockern. Bis dahin ist das eher Straffungskurs in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld, wo jetzt auch noch die Unternehmensgewinne vermutlich Anpassungen erfahren müssen. Also das Umfeld bleibt sehr belastend und schwierig. Und die Bewegung von gestern wird hier zumindest im Future aktuell wieder abgegeben. Aber der Verfall dominiert. Bitte nichts überbewerten, vor allen Dingen keine Rationalität jetzt suchen in diesen letzten beiden Handelstagen. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Start in diesen Handelstag. Macht's gut und ciao.